So, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Gaming-Channel. Hier ist der Jens und heute ein neues Video zu Taxi Life, denn der Publisher hat den Patch 1.07 ganz frisch rausgebracht und er soll in allererster Linie, ich habe es auch nachgelesen, Verbesserungen der KI mit sich bringen. Und da legen wir natürlich mal jetzt hier ein besonderes Augenmerk auf die Fahrzeuge natürlich und die vielen Passanten, die ja doch immer relativ planlos gerade auch über die Zebrastreifen rennen. Das muss man auch einfach ehrlicherweise mal so sagen. Das passt noch nicht ganz so gut bei dem Verkehr. Ja, ihr kennt das Thema mit diversen Auffahrunfällen oder generell eben auch Ampelschaltungen, Fahrzeugen, die auch teilweise bei Rot fahren und wo der Blinker auch überhaupt nicht zu dem passt, was dieses Fahrzeug gerade fährt. So, ich mache mir jetzt hier mal live einen Eindruck. Muss auch gestehen, ich habe es jetzt auch länger nicht gespielt und von daher macht es mir auch so oder so mal wieder Spaß, hier ein bisschen rum zu cruisen. Und deswegen können wir uns das jetzt hier mal tatsächlich ein bisschen anschauen. Hier ist nochmal eine ganz gute Gelegenheit, hier den Patch ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Sieht ja hier dem Vernehmen nach, wie die alle jetzt immer an die eine Ecke da rangehen. Das sieht ja erstmal zumindest relativ ordentlich aus, so möchte ich es mal sagen. Man hat es ja auch oft genug gehabt, dass drei, vier Leute von rechts nach links gehen. Zwei gehen dann weiter, zwei gehen auf einmal wieder zurück, springen einem fast vors Auto. Das ist sicherlich noch nicht optimal gelöst und von daher richte ich da natürlich mein Augenmerk schon mal hin. Werden wir ein bisschen hier Abstand halten, ob der Kollege hier mit der Mütze umdreht. Oh, sah jetzt zumindest erstmal hier nicht so aus, von daher eigentlich schon ganz cool. Ansonsten auch nochmal hier und da ein paar Sachen, die mir nach wie vor, ja, ich sag jetzt mal, doch noch nicht so gut gefallen. Das ist auf jeden Fall das Anfahren der Fahrzeuge. Also dieses Durchdrehen der Räder, das Schlieren der Räder, ich denke, das gefällt nicht nur mir unbedingt nicht, sondern ich denke auch einigen anderen unter euch. Wir schauen uns jetzt mal hier wieder die KI an. Habe natürlich gerade vor dem Start des Videos einen Auftrag angenommen und wir holen natürlich jetzt unseren Taxigast entsprechend ab. So. Ansonsten auf jeden Fall ein Spiel, was durchaus Spaß macht. Nach Release wissen wir so, die ersten zwei Wochen waren eine relativ zähe Geschichte, weil auch die Performance nicht so wirklich gepasst hat. Immer wieder mit Bildrate, bisschen Einbrüche, bisschen so nachgeschliert. Ich hatte das ja alles thematisiert. Das haben sie mittlerweile meines Erachtens nach, ich möchte fast sagen, eigentlich komplett behoben. Mir fällt das jedenfalls beim Spielen nicht mehr auf. Das ist schon mal auf jeden Fall eine gute Sache. Und so, wir müssen jetzt hier eigentlich eher so links weiterfahren. Deswegen blinken wir hier einmal. Und dann geht's durchs nächtliche Barcelona weiter zu unserem nächsten Taxigast. So. Ah, hier ist jetzt grün. Da können wir durchballern. Da muss ich ein bisschen aufpassen hier. Vorne geht's dann auch rechts. Ich werde schon mal die Spur wechseln. Oh, das war jetzt sehr sportlich. Können wir gerade noch so akzeptieren, würde ich sagen. Das war dunkelgelb. Und weiter geht's durch Barcelona. Darf ich so schnell fahren? Muss ja dann auch nicht unbedingt sein. Was haben wir hier eigentlich für einen Kelch auf der rechten Seite? Okay. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt so vom Vorbeifahren so gar nichts. Kurioserweise. Aber gut, so ist es halt. Und eine Änderung, oder beziehungsweise sie haben auch am FOV was gemacht. Was genau, kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht sagen. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare reinschreiben. FOV ist also Field of View, sprich eure Sicht. Können wir mal gucken. Ich kann da mal die Cockpit-Perspektive schalten. Ich sag mal, hier würde ich es jetzt alleine nicht zwingend sehen. Hier würde mir jetzt keine Veränderung auffallen. Aber vielleicht gibt es auch jemand unter euch, der das durchaus weiß. Könnte ich mir schon vorstellen. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare reinschreiben.
So, hier müssen wir jetzt abbiegen. Das war jetzt nicht so clever. Da ist mir auch ein bisschen mein Joypad gerade aus der, mein Gamepad aus der Hand gerutscht. Ist gar nicht so einfach, hier durch die Gassen zu fahren. Aber Spaß machen tut es definitiv. So, wir nähern uns unserem Gast. Ansonsten könnt ihr ja gerne grundsätzlich auch mal Feedback geben. Wie gefällt euch der neue Patch? Habt ihr groß was an Änderungen gemerkt? Spielt ihr das Spiel generell aktuell relativ viel, eher weniger? Würde mich mal interessieren. Könnt ihr gerne mal Feedback geben. So, wir laden jetzt jemanden ein. Hallo! Hallöchen. Überschwänglicher Gast hier. Ganzen Einbahnstraßen hier. Aufpassen, ja, hier seht ihr das schon wieder, wie die schon wieder auf der Stelle so trampeln. Ja, das ist nach wie vor sicherlich nicht optimal gelöst, ob ich jetzt so aus meinen ersten Beobachtungen hier, hier trampelt wieder jemand auf der Stelle, ob ich das jetzt als Verbesserung ausmache, muss ich euch ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Aber ich würde natürlich jetzt auch mal gerne auf eine belebtere Straße fahren, wenn ich ehrlich bin. Um auch wirklich mal so ein bisschen einen Blick auf die Fahrzeug-KI zu werfen. So. Mir das einfach ein bisschen anzuschauen. Aber insgesamt, die Patches haben auf jeden Fall das Spiel von der Performance stabiler gemacht. Definitiv, deutlich sogar. Das muss man schon mal hier auch mal lobend erwähnen. Ich denke, das sollte man auch tun. Wobei man natürlich da auch immer sagen muss, das hätte eigentlich Release-Zustand sein müssen. Mindestens eben, dass das Bild nicht nachrutscht. Sowas, was wir alles so in den ersten Tagen hatten. Die meisten werden sich erinnern. Auf der PlayStation 5 ist das zumindest so gewesen. Fliegende Autos, müsste ich mal gucken, ob meine ein, zwei Stadtteile... Oh je, da wäre mein Auftrag fast zu Ende gewesen. Ob meine ein, zwei Stadtteile hier noch so anfällig sind dafür. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie weit haben wir es eigentlich noch? 235 Meter ist gar nicht so weit. Aber das Spiel fühlt sich insgesamt auf jeden Fall rund an. Also ich denke, das darf man schon nach den ersten Patches sagen. Und ich denke, das kann ich auch jetzt sagen. Hier gibt es zumindest meiner Meinung nach auch ein paar neue Symbole auf der Karte. Schaut euch das mal an. Seht ihr das hier? Unfall. Bin jetzt nicht sicher, ob das schon mal mit so einem roten Symbol so entsprechend abgebildet worden ist. Bin ich ehrlicherweise überfragt. Sag ich euch so, wie es ist. So, wir fahren natürlich hier vernünftig. Leute, es ist grün. Da dürft ihr schon fahren. Grüner wird's nicht. Ja, auf jeden Fall hat es sich schon durch die Patches auch zu einer guten Simulation gemausert. Ja, gerade technisch. Ich habe ja auch immer gesagt, das Fahren hat von Anfang an Spaß gemacht. Und dass ihr euren Fuhrpark erweitern könnt, ist eigentlich eine nützliche Geschichte. Dass ihr Geld machen könnt, weitere Fahrer einzustellen und so weiter und so fort. Das sind alles schon durchaus langzeitmotivationstechnisch vernünftige Optionen, die ihr im Spiel habt. Ich denke, das darf man auch weiterhin so sehen. Und das möchte ich auf jeden Fall auch hervorheben. So, jetzt fahren wir hier lang. Na, nicht den Blinker doppelt und dreifach setzen. Das ist aber auch eine wilde Route hier, oder? Seht ihr das? Eigentlich war das alles gar nicht so weit. Aber irgendwie dann doch durch die ganzen Einbahnstraßen und sowas alles etwas umständlich zu fahren, sagen wir es mal so. Okay. Ja, das ist ja, na. So, jetzt müssen wir hier an dem Unfall vorbei. Da vorne. Oh ja, hier ist die KI schon mal ganz vernünftig drüber gelatscht.
Hier sollten wir vielleicht ein bisschen langsamer fahren. Oh. Den Unfall musst du hier so auch erstmal hinkriegen. Aber das finde ich auf jeden Fall cool gemacht, muss ich sagen, vom Spiel nach wie vor. So Unfälle, auch Absperrungen. Dass ich manchmal mit der Route in ein Gebiet, so Randgebiete reingefahren bin von Barcelona, die man gar nicht mehr befahren konnte. Das fand ich auch schon strange in einem meiner letzten Videos. Aber wir werden unseren Gast hier mal abgeben. Ach, schade. Ich dachte, ich könnte jetzt hier noch die 30.000 EP voll machen. Jo, gibt gutes Geld. Wir gehen mal jetzt hier auf Kreis. Und oh, hier gibt es aktuell nichts zu machen. Ihr seht jetzt hier, ein paar Fahrer sind gerade unterwegs von mir. Angestellte und die Finanzen. Sieht ja eigentlich alles ganz gut aus. Damit können wir schon leben. Ich suche jetzt eigentlich das FOV. Lasst uns das mal anschauen. Ja, ihr könnt auch mal sehen, was ich hier gerade fahre. Also habe auch alles schon durchaus getestet, aber für mich ist das echt in Ordnung. Hier sehen wir das Sichtfeld der Kabinenkamera. Das Field of View ist bis auf 110. Sichtfeld der Kamera aus der dritten Perspektive. Machen wir auch mal. Dann schauen wir uns das jetzt auch nochmal in Game an. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das schon in diesen Bereichen so war. Aber ich glaube, das werden wir eher jetzt sehen. Ja, könnte man eigentlich jetzt mal so ein bisschen sagen, ne? Also, sieht mir schon nach ein bisschen mehr Sichtfeld aus. Allerdings hier die Kurve mit dem zu fahren, mache ich jetzt mal nicht. Muss mir jetzt ein bisschen hier vorsichtig reintasten, aber sieht eigentlich ganz cool aus, ne? Würde ich schon sagen, dass das Sichtfeld größer ist. Ich habe es ja auch größer gestellt. Ist jetzt die Frage, ob sie hier an der Übersichtlichkeit gearbeitet haben oder an der Größe selber vom FOV. Ich kann es euch jetzt nicht so genau sagen. Aber, dass man jetzt hier mehr sieht, ne? Also ihr seht es jetzt hier, das gab es so noch nicht. Ne? Also ihr seht jetzt hier eigentlich fast das ganze vordere Fahrzeug ganz gut im Blick. Und ich muss ja auch wirklich sagen, das Cockpit sieht sehr cool aus. Also, klar, man könnte jetzt noch streiten, man hätte jetzt hier noch jemanden hinsetzen können, der lenkt, sag ich mal, oder dass man ihm über die Schulter schaut. Aber wenn wir das jetzt mal außen vor lassen, das sieht eigentlich ganz nett aus. Also, ja, das ist dann also auch die Änderung am FOV. Ich denke, das könnte ich jetzt eigentlich schon nach den ersten ein, zwei Minuten tatsächlich dann doch unterschreiben. Ja. Schaut eigentlich ganz cool aus. Ja. Jetzt haben wir auch die Sicht ein bisschen erhöht. Aha. Eine Schicht wurde beendet. Wir fahren mal der Polizei hinterher. Ich habe ja jetzt kein besonderes Ziel. Jetzt können wir einfach nochmal ein bisschen KI beobachten. Fahren wir einfach mal hier mit. Und schauen uns das noch an. Ja, doch, doch. Also, das FOV auch hier in der dritten Perspektive, also in der Third Person, höher stellst, finde ich, hast du eine bessere Übersicht. Klar, das sowieso. Es fühlt sich jetzt nicht mehr ganz so angeeckt und eingeengt, sag ich jetzt mal. So. Ärgern wir mal die Polizei. Oh. Boah, das hätte ich fast geschafft. So, Barcelona. Oh, hier ist gerade rot geworden. So. Okay. Leute, okay. Coole Sache. Wie gesagt, gefällt mir eigentlich im Endeffekt gut. FOV finde ich cool.
dass sie hier das Sichtfeld vergrößert haben, auch von der Cockpit-Perspektive. Das macht schon was her, lässt sich sicherlich jetzt eher so spielen als bisher. Ich denke, das kann man auf jeden Fall so sagen. Und ich bin auch generell eigentlich echt happy, dass sie das Spiel nicht fallen lassen als Entwicklerteam, sondern wirklich ja, einfach inhaltliche Veränderungen vornehmen, Anpassungen vornehmen, dass ihnen das jetzt hier auch einfach nicht egal ist, hier nach Release. Wir haben Geld verdient und nach uns die Sintflut mit den Verkäufen. Das finde ich gut. Darf man natürlich auch grundsätzlich eigentlich voraussetzen, aber ihr wisst ja, wie es so ist. Muss man ja auch mal sagen. Trifft auch nicht auf jeden Publisher zu. Und von daher darf man das zumindest mal positiv erwähnen. Leute, das soll mein kleiner Eindruck gewesen sein. Wie gesagt, ich würde mich jetzt hier mal echt über Feedback von euch freuen. Und während ich an der Ampel hier dann weiter durch Barcelona zische, sage ich Dankeschön, dass ihr wieder mal reingeschaltet habt. Wünsche euch eine gute Zeit. Wie gesagt, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn es euch interessiert. Und natürlich auch gerne Kommentare und Feedback. Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.